Es ist eine... Die Psi-Geißel ist in der Kalkis-Einrichtung, meinem Forschungslaboratorium. Das ist weit von hier. Wir brauchen eine Transportmöglichkeit. Captain, wir sind nicht weit von dem Platz, zu dem Leutnant Mira wollte, dem Sam. Sie werden Walküren haben. Wir können zur Einrichtung fliegen. Suchen wir den imperialen Außenposten. Oh yeah. Ja, wie kann der gute Sergeant noch leben? Aber das war mir ziemlich helle Warp-Energie eigentlich. Das sah mir nicht sehr negativ aus. Weil normalerweise ist der Warp ja relativ dunkel. Und im Grunde genommen ist ja der Warp an sich nicht schlecht, sondern mehr die Korruption, die dadurch anheimkommt. Und außerdem nutzen die Space Marines selber den Warp, indem die durch den Warp reisen. Von daher... Wenn Sie verletzt sind, kehren Sie zu Ihrem Quartier zurück. Der Maschinengott wacht über Sie. Sollen sich mal nicht so an. So, was haben wir hier? Hier geht's nach unten, wieder einmal. Muss doch irgendwo noch so eine Schädelsonde sein. Fußposten 6 und 8 nicht erreichen. Ich glaube, das kann noch ein bisschen dauern. Wenn wir hier fertig sind. Scheiß auf Kämpfen. Ich bin an den Schädelsonden interessiert. Oh. Lass mal werfen. Weg da. Okay, Gott, ich mach dich. Getötet haben. Ich schon wieder so einen großen. Ich hasse die großen. Nicht schön. Komm, sag. Anscheinend müssen wir hier nur verteidigen. Ah, da. Inquisitor Drogan lebt. Kaum zu glauben, dass wir das überlebt haben. Okay, irgendwie
Ungeziefer. Wie geht's weiter? So. Geradeaus weiter. Wo sind meine Jungs? Dann bin ich jetzt schon wieder alleine hier unterwegs. Das nervt doch einfach nur. Ich habe keinen Bock hier die ganze Zeit alleine rumzueiern. Vor allen Dingen nicht gegen so Armee. Und nicht ohne meine Magie. Bitte, 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 lass es was Schönes sein. Ich liebe diesen Hammer. Ja, wo muss ich jetzt hin? Da hoch. Wunderbar. Willkommen im Evakuierungszentrum Omega. Sie erhalten Wasser und Nahrungsration. Vor allen Dingen kann der diesen Bolter jetzt mit einer Hand tragen. Anstatt mit, keine Ahnung, vorher waren es zwei. Springen wir mal hier schön durch die Gegend. Mal gucken, ob wir das finden. Ich liebe dieses Sprungmodul, das ist einfach nur geil. Okay. Ah. Sonst noch irgendwas hier? Ne, keine Servoschädel, sondern kein gar nichts. Sehr, sehr schade. Was haben wir noch? Ist nix. Ah, und da kommt der Orks. Ich habe das Teil schon mal benutzt. Ich weiß, wie das funktioniert. Space Marine! Das tut nicht weh! Ich reiß dir den Kopf ab! Ja, genau. Wenn, dann ordentlich. Mit richtig Bums. Ja, wunderschön. Der Hammer bringt's voll. Einfach nur geniales Ding. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass es sowas eventuell auch geben könnte. Das Ding hat so ein elektrisches Feld oben. Und in dem Moment, in dem das in Kontakt kommt mit irgendwas, macht es wuff. Gibt es dann so eine Art Entladung. Das einzige Problem ist, der Hammer, den kippt es dann auch nach hinten, weil jeder Kraft wirkt eine Gegenkraft entgegen. Oder jeder Kraft wirkt eine andere Kraft entgegen. Was auch immer Sie tun, Captain, machen Sie weiter. Die Grünen heute schwärmen zu Ihnen und machen unseren Weg frei. Oh. Inquisitor Droga an 5-5. Ja, Deep Seekers, wunderschön. Anscheinend haben die doch getestet.